Im Flachland nutzen die Gleitschirmflieger speziell für den Schlepp zugelassene Fluggelände, um sich von einer Winde in die Höhe ziehen zu lassen. Ideal sind hindernisfreie Schleppstrecken ab einer Länge von 600 Metern. Das Zugseil ist über eine Schleppklinke mit dem Gurtzeug des Piloten verbunden. Die Zugkraft wird individuell auf das Gewicht des Piloten eingestellt und das Regelsystem der Winde sorgt für angepassten Zug auf dem Schleppseil. Mit Erreichen der maximalen Schlepphöhe klingt der Pilot aus und das restliche Seil wird vom Windenführer eingezogen. Anschließend werden die Seile mit Hilfe eines leichten Rückholfahrzeugs wieder zum Startplatz gezogen. Die zuvor gestarteten Piloten landen neben dem Startplatz und der Schleppbetrieb geht nahtlos weiter, wenn Wind und Wetter es zulassen.